Hallo auch an den Bildschirmen. Und schön, dass ihr alle da seid. Boah, es ist total voll, meine Güte. Also freut mich total. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich bin Corinna, arbeite bei Tarentum Agile Consulting. Die meisten von euch kenne ich aber auch und wir haben uns schon mal gesehen. Und ich darf heute einen Vortrag halten. Hallo, auch an die Nachzügler. Zum Thema, jetzt verändere dich doch mal. Und möchte gerne mit euch teilen, wie uns Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie helfen können in unseren Projekten, in der Beratung und im Coaching. Das sind ja Dinge, die wir hier bei Quest Digital viel tun. Und ich hatte da einige Augenöffner jetzt in meinem Sabbatjahr, habe viel gelesen und würde da gerne einiges mit euch teilen, was ich da so für mich mitgenommen habe. Stellt gerne einfach eure Fragen zwischendurch. Wenn ihr welche habt, dann schaue ich, beantworte ich sie jetzt oder komme ich vielleicht auch noch mal dran vorbei im Laufe des Vortrags. Und an die, die remote teilnehmen, noch mal der Hinweis, stellt eure Fragen im Chat und Nicole, die hier moderiert, die nimmt euch dann einfach dran. Genau. Damit können wir auch schon direkt reinspringen. Ihr kennt das vielleicht aus euren Projekten. Mir geht es auf jeden Fall häufig so, dass ich denke, ich habe mir für die agile Transformation, die wir gerade begleiten, so viele Gedanken gemacht, alles geplant, denke, boah, das ist doch jetzt hier voll der Superplan und da ist doch alles klar. Und dann klappt die Veränderung beim Kunden einfach nicht. Ich denke, boah, das ist doch nur eine ganz kleine Stufe, ist doch alles gar nicht so schlimm. Aber irgendwie geht es nicht voran. Und man merkt irgendwie, das kommt gar nicht an bei den Leuten, was ich hier mache. Irgendwie tun die sich ganz schwer. Alles ist so zäh, wie so ein Kaugummi. Und man denkt, ja, aber was ist denn los? Warum geht das nicht, dass wir jetzt einfach gemeinsam die nächste Stufe gehen? Woran kann das liegen? Und habe so im Laufe meiner Beratungs- und Coaching-Jahre festgestellt, manchmal gibt es so ein kleines Window of Opportunity, dann geht Veränderung auf einmal los und dann läuft's. Und manchmal ist es ganz leicht und man kommt im Team voran und denkt so, jetzt war es super. Und dann wieder wird es auf einmal so ganz langsam und irgendwie wird es wieder zäh. Und ich habe mir im Laufe der Zeit immer mehr die Frage gestellt, warum ist denn das so? Warum ist es manchmal so schwer und so aufwendig und alles so mühsam? Und warum geht es manchmal wie von allein und ganz leicht? Und was sind da Faktoren, die da wichtig sind? Und was beeinflusst auch die Menschen im System, was dazu führt, dass eben diese Veränderung manchmal gut gelingt und manchmal eben so gar nicht? Und Nuno, der hier auch sitzt, sagt da immer einen schönen Satz dazu, und zwar, das Verhalten von Menschen hat immer einen Sinn. Also wie wir uns verhalten und wie wir handeln im Alltag und im Beruf, das hat ganz viel damit zu tun, wie unsere eigene Handlungslogik aussieht, was wir gelernt haben, was wir an Erfahrungen gemacht haben, hat auch viel mit den Menschen zu tun, mit denen wir zusammen sind. Daran richten wir uns einfach ganz stark aus und all diese Faktoren haben einen Einfluss darauf, welchen Handlungsmustern wir folgen. Und ich möchte gerne heute mit euch drauf schauen, was führt denn dazu, dass sich Menschen in ihrem eigenen Leben, vor allem im beruflichen Kontext, tatsächlich weiterentwickeln und sich verändern können und ihre eigene Handlungslogik verändern. Was zahlt da darauf ein? Und können wir als BeraterInnen, als Coaches, als ProjektleiterInnen, als Führungskräfte eigentlich dafür sorgen, dass wir Veränderungen bei anderen anstoßen, dass wir die fördern? Oder gar steuern, wobei ich da schon vorwegschicken muss, das mit dem Steuern, das ist ganz schwierig. Aber da kommen wir nochmal drauf zu sprechen und auch dran vorbei. Ich möchte euch gerne heute ein Modell aus der Entwicklungspsychologie zeigen. Und zwar sind das die Phasen der Ich-Entwicklung von Jane Lovinger. Das ist eine amerikanische Psychologin gewesen, die sehr, sehr stark dazu geforscht hat, was für Entwicklungsphasen durchlaufen Menschen eigentlich im Laufe ihres Lebens? Und welche typischen Handlungsmuster und Verhaltensweisen haben wir da? Und wie verändern sich diese Phasen im Laufe der Zeit? Und was sind Faktoren, die dafür sorgen, dass wir von einer Phase in die andere kommen? Eine Sache vorweg, es gibt auch noch andere Modelle, nicht nur das von Löwinger. Es gibt zum Beispiel auch viele Bücher von Jean Piaget, der hat dazu auch sehr viel geforscht, oder Lawrence Kohlberg. Ich finde aber das Modell von Lovinger sehr, sehr klar
und die Phasen auch sehr gut abgegrenzt. Und ich glaube, daraus können wir als ProjektleiterInnen, BeraterInnen einfach am meisten ziehen für die tägliche Projektarbeit bei den Kunden. Deshalb habe ich das hier ausgewählt. Dazu gibt es auch gute deutsche Literatur und ich gebe euch da auch am Ende nochmal so ein paar Buchtipps mit, wenn ihr da tiefer reinlesen möchtet. So, jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Was sind denn diese Phasen der Ich-Entwicklung, die Menschen im Laufe ihres Lebens für gewöhnlich durchschreiten? Da gibt es einmal die Phasen E1 und E2, auf die möchte ich gar nicht jetzt so stark eingehen, weil das die Phasen der Kindheit sind. Die interessieren uns jetzt im beruflichen Kontext nicht so sehr. Die durchlaufen wir aber alle. Einmal die symbiotische Phase, da sind wir noch ganz eng mit unseren Eltern verbunden und auf die angewiesen. Und dann kommen wir in die impulsgesteuerte Phase. Alle hier mit kleinen Kindern kennen das. Da sind die Impulse sehr stark, die werden sehr unmittelbar geäußert. Worte wie Ja und Nein spielen eine große Rolle und Kinder folgen eben diesen Impulsen ganz unmittelbar. Genau. Und dann wird es aber spannend, denn dann fangen wir an, so in das Jugend- und früher Erwachsenenalter zu kommen und wir bewegen uns dann im Laufe unseres Lebens zwischen zwei Polen. Einmal den Pol hier unten, da liegt der Fokus auf anderen und auf der Verbundenheit mit anderen Menschen. Und der entgegengesetzte Pol ist der Pol hier oben, der Fokus auf sich selbst. Also da richtet sich mein Blick auf mich, meine eigene Perspektive, meine Bedürfnisse und auch meine Autonomie. Und zwischen diesen beiden Polen schwanken wir im Laufe unseres Lebens hin und her. Das startet meist so in der Jugend mit der Stufe E3. Und die Stufe wird auch selbstorientiert genannt. Das ist so die Phase, wenn ihr vielleicht an eure eigene Jugend zurückdenkt, wo ich mich zum ersten Mal so selber entdecke als Mensch. Ist eigentlich das, was ich hier mitnehmen kann aus meinem Leben? Man erlebt zum ersten Mal sowas wie eine eigene Autonomie, löst sich so ein bisschen von den Eltern ab, guckt so ein bisschen, wer bin ich eigentlich und was will ich denn so machen mit meinem Leben? Und löst sich so ein ganzes Stück dann auch von den Eltern ab. Bei einigen läuft das sehr radikal ab, bei anderen nicht ganz so radikal. Aber viele treten so mit dem Ende der Jugend dann wirklich vollständig in diese E3-Phase ein und sind dann sehr, sehr stark auf diesem Ich-Fokus. Danach gibt es häufig nochmal einen großen Wechsel hin zu dem anderen Schwerpunkt Andere. Das ist dann die Phase häufig so in der Ausbildung, im Studium, wo man sich wieder stärker auf die anderen fokussiert und so ein bisschen guckt, was ist eigentlich meine Gruppe? Wo sind meine Leute? Wo fühle ich mich zugehörig? Was ist meine Gemeinschaft, wo ich irgendwie reinpasse? Wo sehe ich, dass ich die gleichen Werte und Normen habe wie die Gruppe, in der ich da gerade bin? Und dieses Gemeinschaftsbestimmte in dieser Phase ist für sehr, sehr viele Menschen wirklich extrem wichtig und prägend, dass sie dafür sich zum ersten Mal auch so zu Hause in der Gruppe mit anderen finden. Das heißt, Konformität ist in dieser Phase ganz wichtig. Ich gucke, dass ich in der Gemeinschaft bin, mich dort integriere, mich da einfinde. Und das ist erstmal so mein Kontext. Irgendwann kommt aber bei vielen Erwachsenen ein Punkt, dass sie merken, okay, ich habe jetzt so in dieser Gruppe mich eingefunden und mich sehr, sehr stark auch an der Gruppe und an anderen ausgerichtet. Aber dann entsteht so ein kleiner Bruch und ich merke vielleicht, ich habe doch auch eigene Bedürfnisse und eigene Kompetenzen und eigene Stärken und die passen vielleicht gar nicht immer zu meiner Gruppe. Und dann kommen wir in die Phase E5, rationalistisch wird die genannt, wo es darum geht, dass ich merke, was ist eigentlich für mich richtig? Was ist für mich falsch? Wo passe ich in die Gruppe und wo eben auch nicht? Also man entdeckt so ein Stück weit das eigene wieder. Und merkt auch zum ersten Mal so, was kann ich eigentlich wirklich gut, was habe ich für Stärken und wo trenne ich mich auch so ein bisschen von der Gruppe ab an der einen oder anderen Stelle. Das wird dann in der nächsten Phase noch weiter auf die Spitze getrieben, in der Phase E6, das ist die eigenbestimmte Phase. Da nimmt die Autonomie, dieser Ich-Fokus nochmal stärker zu. Man sagt auch, in der Phase wird das menschliche Gewissen, kommt dann in so eine Phase, wo es wirklich ganz ausgeprägt ist. Unsere emotionale Bandbreite nimmt nochmal zu, also die Emotionen, die wir selber in uns spüren und benennen können. Unsere Sprache verändert sich auch, wird komplexer.
Und ich werde insgesamt als Mensch nochmal handlungsfähiger und ganz typisch für diese Phase ist, ich merke, ich habe eigene Ziele und Ideale, ich möchte was umsetzen und was gestalten in meinem Leben und möchte eben wirklich eigene Dinge umsetzen und ins Tun kommen. Das ist da ganz prägend. Nach dieser Phase folgt eine ganz spannende Phase, wo es so ein bisschen tricky wird. Und in diese Phase treten auch tatsächlich viele Menschen gar nicht ein. Das ist die Phase E7, die relativierende Phase. Da geht es darum, dass wir immer mehr Widersprüche und Paradoxien entdecken in unserer Welt und merken, so jetzt habe ich vielleicht schon ganz viele Ziele umgesetzt und Dinge getan, die ich tun wollte und merke aber im Laufe der Zeit, andere Menschen sehen Dinge vielleicht anders als ich. Es gibt Widersprüche und es gibt vielleicht auch gar nicht nur schwarz und weiß, es gibt auch ganz viele Graustufen, die ich gar nicht so gut in mein eigenes Leben integrieren kann. Und Dinge werden so ein bisschen unstimmig und schwammig. Und ich frage mich so ein bisschen, wo stehe ich eigentlich? Und was möchte ich vielleicht auch mit dem Rest der Zeit meines Lebens noch tun? Also ich bin in der Phase so ein bisschen zwischen diesen beiden Polen und schwanke so hin und her. Einigen Erwachsenen gelingt es dann, diese Schwammigkeit und diese Widersprüche zu integrieren. Und das sind Menschen, die dann in die Phase E8, in die systemische Phase eintreten, die so, wenn man so will, wirklich eine sehr systemische Haltung annehmen und schauen, okay, andere sehen Dinge anders als ich und ich lasse anderen ihre Autonomie und ihre Entwicklung und respektiere das auch und schaue aber trotzdem, was brauche ich und was kann ich gleichzeitig aber auch für andere und für die Gesellschaft tun? Also so ein bisschen dieses auf mich achtend achte ich auf die anderen und auf die anderen achtend achte ich auf mich selbst. Das sind oft Personen, die wirklich sehr, sehr weit dann schon sind in ihrer emotionalen und geistigen Reife, deren Sprache auch sehr komplex ist, die eben komplexe Zusammenhänge dann auch, aber auch wieder einfach darstellen können und die eben sehr, sehr integrierend sich aufgestellt haben in ihrem Leben. Aber wichtig, das gelingt bei weitem nicht allen. Die beiden Phasen, die dann noch danach kommen, würde ich nur kurz anreißen. Das sind die integrierte und die fließende Phase. Die allermeisten Erwachsenen erreichen diese Phasen nicht. Das sind Phasen, wo ich so mit mir völlig im Einklang bin, völlig in der Welt und in mir angekommen. Also das ist so ein bisschen der Zen-Meister-Modus, wenn man so will. Und da kommen die allermeisten von uns nicht hin. Sind aber, finde ich, trotzdem interessant, das mal zu sehen, weil das oft Menschen sind, die sich so aus typischen gesellschaftlichen Normen und Standards auch wieder so ein bisschen verabschiedet haben und so ihr eigenes Ding machen, dabei aber trotzdem auch andere im Blick haben. Und das sind oft sehr inspirierende Persönlichkeiten. Aber von denen gibt es wirklich nur ganz wenige. So, und jetzt wird es spannend. Man nennt diese Phasen E4, E5 und E6 auch die konventionelle Phase. Und 80% der erwachsenen Menschen befinden sich in diesen drei Phasen. Das heißt, alle Menschen, die in diesen Phasen, also 80% der erwachsenen Leute, die wir so im beruflichen Kontext oder im privaten Kontext treffen, sind entweder in der gemeinschaftsbestimmten Phase, in der rationalistischen Phase, also in diesem richtig-falsch-Modus, oder in der eigenbestimmten Phase. 80% der Leute in unseren Projekten, 80% der Leute, die hier oder in den anderen Bonner Firmen arbeiten, 80% der Leute, die ihr im Supermarkt trefft, 80% der Leute in eurer Kita oder in eurem Wohnprojekt oder eurer Nachbarschaft. Das muss man sich wirklich klar machen. Das sind die Handlungslogiken, denen die allermeisten Menschen folgen. Und nur 15% bewegen sich im Laufe ihres Lebens in diese postkonventionelle Phase, also ab Stufe E7, wo ich dann diese Widersprüche sehe, merke, es gibt eben nicht nur schwarz und weiß, sondern ganz viele graue Stufen. Wo kommen jetzt all diese Komplexitäten her? Wie kriege ich die in mein eigenes Leben eingebaut? Das finde ich wirklich einen ganz wichtigen Punkt, sich das nochmal zu vergegenwärtigen, was das heißt für den Umgang mit Menschen in meinem beruflichen Kontext. Weil ihr hier schon seht, ich habe 38% in der rationalistischen und 30% in der eigenbestimmten Phase. Und das heißt, ungefähr 70% aller Leute sind genau da unterwegs. Und das
kann ich mir zunutze machen in meinem beruflichen Kontext, wenn ich darauf eingehe? Ich habe eine Frage. Das Modell ist ja sehr chronologisch, ne? Im Laufe eines Lebens, wenn ich dich richtig verstanden habe. Kann man auch Phasen überspringen? Oder ist in diesem Modell das so gebaut, dass man diese Phasen wirklich entweder durchläuft oder eben stehen bleibt? Total wichtige Frage, danke dir. Also die ersten drei Phasen bis E3 durchlaufen wir für gewöhnlich alle. Wenn da etwas übersprungen wird, dann kann das zum Beispiel zu schwerwiegenden psychischen Erkrankungen führen, wenn es da so einen Gap gibt und da passiert etwas nicht. Für gewöhnlich ist es so, dass wir diese Phasen zwar konsekutiv durchlaufen, die aber natürlich bei unterschiedlichen Menschen sehr unterschiedlich ausgeprägt sind und auch verschieden lang sein können. Und ich kann, wenn ich in einer bestimmten Phase bin, situativ zurückspringen. Beispielsweise, wenn ich unter großem Stress stehe. Aber ich kann nicht, wenn ich in einer Phase bin, vorspringen. Das geht nicht. Also zurückspringen, wenn ich zum Beispiel eine E8 bin und stehe unter großem Stress, dann komme ich vielleicht in so eine E5 zurück und sage sowas wie, aber das ist ja falsch und so macht man das gar nicht, obwohl ich sonst gar nicht so bin in anderen Kontexten. Aber so dieses Punktuelle, dass ich wieder in andere Phasen komme, das gibt's. Aber dass ich jetzt von einer E5 irgendwie auf einmal in eine E7 komme, schwierig. Das ist, glaube ich, eher selten der Fall. Der Kanner hat noch eine Frage. Und zwar, woran merkt man denn, wenn jemand in einer Phase hängen geblieben ist, um darauf einzugehen? Darauf komme ich noch zu sprechen. Genau, ich möchte nämlich jetzt mit euch tiefer in diese Phasen reingucken und eigentlich beantworte ich dann jetzt auch Stück für Stück Kajas Frage, nämlich, was sind denn Einflüsse, die überhaupt dazu führen, dass wir von einer Phase in die andere kommen können? Betty, das zahlt vielleicht auch ein bisschen nochmal auf deine Frage ein. Und was ist denn in diesen Phasen eigentlich los und woran können wir als BeraterInnen, Führungskräfte, Coaches erkennen, in welcher Phase jemand überhaupt ist? Wichtige Einflüsse sind, könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen, das sind einmal eure Lebenserfahrungen, die ihr im Laufe der Zeit macht und Ereignisse, die eintreten. Vielleicht gründet ihr eine Familie und bekommt Kinder oder ihr zieht oft um oder ihr wechselt den Job oder ihr zieht in eine neue Stadt. Das sind alles Themen, die beeinflussen uns wahnsinnig. Krisen und Herausforderungen, das sind die eher unschönen Dinge des Lebens, wenn jemand eine schwere Krankheit überstanden hat oder einen Autounfall oder irgendwie eine psychische Erkrankung hinter sich gelassen hat. Könnt ihr euch vorstellen, das sind Dinge, die prägen einen total und die sorgen dafür, dass man hinterher mit ganz anderen Augen nochmal auf sein eigenes Leben schaut. Kulturelle Einflüsse und Normen spielen eine große Rolle. Also die Gesellschaft, in der wir leben, die setzt natürlich bestimmte Standards und Normen, denen wir alle unbewusst folgen. Und da komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen. Unsere Gesellschaft ist eine kapitalistische, in der wir nach bestimmten Systemen arbeiten und organisiert sind. Und wo vielleicht bestimmte Eigenschaften und Handlungslogiken mehr wertgeschätzt werden als andere. Können wir auch gerne nachher nochmal drüber sprechen. Und dann gibt es diese vier Punkte hier unten so in diesem Petrolton. Selbstreflexion, also ich kann über mich selbst und mein Leben nachdenken. Interaktion mit anderen und Beziehungen, also mit was für Menschen bin ich eigentlich in Kontakt, wie beeinflussen die mich. Bildung und Inspiration ist ganz wichtig. Was lerne ich? Was kriege ich an neuen Impulsen? Und Selbstmotivation und sich eigene Ziele setzen. Auch das kann dazu führen, dass wir uns selbst ein Ziel setzen und dann Stück für Stück in eine neue Phase kommen. Diese Punkte, das sind die, die für uns hier in diesem Kreis wirklich relevant sind. Denn das sind die Punkte, da können wir auch im beruflichen Kontext Einfluss nehmen. Wenn das nicht so wäre, dann wäre Coaching nicht wirksam, dann würden Therapien nicht greifen, dann wäre Beratung ohne Fundament. Das heißt, das ist das Spielfeld, in dem wir uns bewegen können. Der Dominik hat noch eine etwas allgemeinere Frage. Vielleicht kommst du noch dazu. Handelt es sich bei dem Modell um ein Charaktermodell oder ein Kontextmodell? Also definiert das Modell einen Menschen oder einen Menschen innerhalb eines Kontexts? Kann es also sein, dass ein Mensch privat anders entwickelt ist als beruflich?
Oh, die letzte Frage kann ich nicht so klar beantworten, aber ansonsten schöne Frage. Also ich würde sagen, das ist ein Modell, das mein Handeln in der Welt, also in einem Kontext beschreibt und das darauf einzahlt, wie ich mit den Strukturen, die ich in meinem Leben habe, umgehe. Also es hat schon eine hohe Kontextbezogenheit, was hier diese Punkte hier auf der Folie gerade auch nochmal zeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich im privaten Kontext völlig anders verhalten kann als im beruflichen und dann völlig anderen Logiken folge. Das würde ich vorsichtig in Frage stellen, aber das kann ich nicht so klar beantworten. So, jetzt kommen wir zu Kajas Frage. Ich würde gerne mit euch mal ein bisschen tiefer in die Phasen schauen und vor allem auf die Frage, was ist denn jeweils in den Phasen eigentlich prägend? Was kann ich da vielleicht auch an Verhaltensweisen oder Handlungslogiken sehen oder wahrnehmen? Und wie kann ich darauf reagieren? Und ich habe danach auch noch mal so ein paar Tipps gesammelt für uns, die wir ja in Projekten viel unterwegs sind. Was kann ich denn da ganz konkret tun? So, wenn wir jetzt noch mal in die Phase I4 tiefer reingucken, da hatte ich euch vorhin schon gesagt, das ist die Phase, wo ich mich ganz stark an einer Gruppe und an einer Gemeinschaft orientiere und versuche, meinen Platz in der Gruppe zu finden. Das heißt, ich bin hier ganz stark im Wir versus die anderen Modus unterwegs. Ich gucke wirklich, wer sind meine Leute und die anderen sind die anderen. Und versuche da wirklich diesen Identifikations- und Zugehörigkeitsmodus für mich ganz stark zu definieren. Das entdeckt man viel in so Jugendsubkulturen. Ich weiß nicht, was ihr so für Musik gehört habt in eurer Jugend, genau, und was da für euch wichtig war. Aber das ist eine Phase, ne? Egal ob ich Punk oder Hip-Hopper war oder Metal war mein Ding und ich bin immer nach Wacken gefahren, das ist ganz, ganz prägend für uns alle. Und da fühlen wir uns einfach zugehörig und zu Hause. Und die Phasen, diese Phase, die ist für viele auch mit ganz tollen Erinnerungen oft verbunden, auch wenn wir uns vielleicht später davon lösen. Ja. Ich muss aber eine Frage zu der Folie gleich vorstellen. Ja, bitte. Du hast die ersten drei Punkte, die da oben sind, über Krankheit, Familie und Kultur, irgendwie als veränderbar rausgenommen. Aber ist es nicht auch möglich, durch ein Gespräch oder durch ein Gespräch, in dem man versucht, eine Perspektivwechsel zu initiieren, auch diese Phase zu beeinflussen? Also nehmen wir mal an, ich spreche mit jemandem darüber, wie schlecht es anderen gehen oder wie schlecht es jemandem gehen könnte, der Krebs hat, zum Beispiel. Da kann man ja für sich selber auch in die Lage versetzen und unter Umständen hier auch in die nächste Phase kommen, seine eigene Schlüsse ziehen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dir jetzt zum Schluss noch folgen konnte. Also wenn die andere Person die schwere Erkrankung hat und ich spreche mit ihr, dann ziehe ich für mich selber den Schluss. Wenn die andere Person keine Schwere hat. Ja. Und ich sie sozusagen virtuell sozusagen in die Lage versetzt und sage, stell dir mal vor, du hättest eine schwere Krankheit. Ja. Kann man dann als Person eben auch die Schlüsse ziehen und damit wären doch solche Phasen auch oder solche Einflüsse auch für uns änderbar. Ja. Ja, ich glaube, das ist nicht in jeder Phase möglich. Aber das, was du beschreibst, das wäre sozusagen eine coachende Intervention. Und es gibt aus meiner Sicht schon Phasen, wo genau solche Techniken auch greifen können. Ich glaube aber nicht, dass jemand in der E4- oder E5-Phase in der Lage wäre, so einen Impuls tatsächlich anzunehmen. Aber in späteren Phasen kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das, was du beschreibst, dass das dann einen entsprechenden Impuls auch bei der Person auslösen kann. Dafür brauche ich aber eine gewisse emotionale und geistige Reife, um mich so empathisch gedanklich in diese Situation zu versetzen, dass es bei mir wirklich was auslöst. Ja. So, zurück zur Gemeinschaft. Ich war gerade bei wir versus die anderen stehen geblieben. Das ist eine Phase, die ganz tolle Aspekte haben kann, also Gewerkschaften, soziale Bewegungen, auch die Klimabewegung wäre sicher nicht denkbar
ohne solche Menschen, weil die sozusagen der Klebstoff von Gemeinschaften sind. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass hier natürlich eine Schwierigkeit drinsteckt. Wenn ich ein AfD-Parteimitglied habe und da irgendwie sage, so hier, du Knalltüte, warum bist du denn da Mitglied in so einer menschenverachtenden Partei? Dann sagt diese Person wahrscheinlich erstmal, das ist doch total super hier und ich wähle die AfD aus Überzeugung und stecke mich in die anderen Gruppe und schiebt mich quasi weg. Und wenn ich da so eine Intervention mache, dann sorge ich nur dafür, dass ich die Person noch stärker in ihre Gemeinschaft treibe. Also da steckt auch durchaus ein schwieriger Aspekt manchmal drin. Grundsätzlich ist es so, am Ende dieser Phase, Menschen geraten häufig dann in der E4-Phase so für sich ins Stolpern, wenn sie merken, irgendwie habe ich doch eigene Standards und eigene Stärken, die irgendwie gar nicht zu meiner Gruppe passen. Und sehen zum ersten Mal, oh, ich habe irgendwie was Eigenes und ich folge irgendwie immer nur den Erwartungen meiner Gruppe. Wie kann ich denn mein eigenes stärker entdecken und mein eigenes stärker in mein Leben bringen? Ist natürlich tragisch, wenn das erst am Lebensende passiert. Kann man sich vorstellen, dass das schwierig ist. Wenn man dann also in die rationalistische Phase kommt und man merkt, so dieses eigene, das möchte ich stärker entdecken und dem auf den Grund gehen, dann ist es häufig so, dass Menschen in diese richtig-falsch-Phase eintreten. Das merkt man auch in der Sprache ganz stark. Dass so Sätze kommen wie, aber das macht man doch so. Bei uns haben wir das immer so gemacht. Das ist richtig. Dem müssen wir weiter folgen. Kennt ihr vielleicht aus Projekten, das ist euch allen schon mal begegnet. Alle nicken. Da steckt auch eine Stärke drin. Ne? Oft sind das Menschen, die eine ganz große Klarheit mitbringen und die auch Experten sind in ihrem Gebiet und dort auch genau wissen, was ist richtig und was ist falsch. Und das kann zum Beispiel in der IT auch total wichtig sein. Ne? Wenn ich eine Software testen will, dann ist richtig und falsch schon ein ganz gutes Konzept. Und ich möchte nicht die 1000 Bugs hinterher drin haben, aber brauche ich auch einen, der da wirklich gut drauf guckt. Ist es denn jetzt richtig oder nicht? Oder wenn ich einen Wachmann habe hier für das Quest Digital Gebäude, dann möchte ich, dass der guckt, ob alle Türen richtig verschlossen sind. Da gibt es keine Graustufen, entweder die Tür ist zu oder die Tür ist nicht zu. Punkt. Es ist aber so, dass Menschen auch hier in Stolpern geraten können, wenn sie merken, sie kommen in Kontexte, da passt ihre Handlungslogik nicht mehr. Da ist eben auch noch von jenseits von richtig und falsch vielleicht auch noch was anderes da. Und sie merken vielleicht auch, ihre Kompetenzen haben sie jetzt weit gebracht und sie vielleicht auch im beruflichen Kontext weit getragen. Aber es gibt einfach manche Dinge, da sehen sie, das reicht als Erklärung nicht mehr. Und wie ich unterwegs bin, ist vielleicht einfach nicht genug, um mit anderen Menschen gut in Kontakt zu sein und mich auch selber weiterzuentwickeln. Ja, danke dir. Die E6-Phase, das ist die Phase, in der auch nochmal zur Erinnerung 30% der Erwachsenen sich befinden. Und das ist eine, finde ich, sehr interessante Phase, weil ich den Eindruck habe, dass die in unserer Gesellschaft aktuell sehr im Fokus ist. Das ist eine Phase, in der wir oft unser Verantwortungsbewusstsein nochmal neu entdecken, Dinge gestalten wollen, uns unserer Ziele klar werden, ins Handeln kommen und in unserem Leben Dinge umsetzen wollen. Das ist ja auch eine Phase, die sehr, sehr stark an dem Ich-Fokus, also der Autonomie, hängt. Und dieses Entdecken der eigenen Autonomie, das ist für viele Menschen extrem wichtig. Und ihr seht ja, mit 30% sind auch relativ viele Personen in dieser Phase. Und ich habe schon den Eindruck, gerade auch wenn man so durch die Zeitungen liest und aktuell so ein bisschen so die gesellschaftlichen Strömungen verfolgt, dass dieses Handeln und Leistung bringen und so ins Tun kommen, dass das schon sehr wertgeschätzt wird in unserer Gesellschaft und auch so ein bisschen so ein Idealbild aktuell ist. Dieses stark handlungsorientierte, das ist natürlich erstmal schön. Viele Firmen und Institutionen schätzen das auch sehr. Das kann natürlich kippen, wenn ich vielleicht auch meine eigenen Bedürfnisse nicht mehr genug schaue und vielleicht auch meine Umgebung und die anderen so ein bisschen vernachlässige und dann nicht mehr im Gleichgewicht bin. Das heißt, auch hier können Menschen ins Stolpern geraten, vielleicht durch Überlastung, Überforderung, dadurch, dass die Ziele plötzlich nicht mehr klar sind.
ich in Sinnkrisen komme, in Kontakt mit anderen bin und merke, da gibt es vielleicht Themen, auf die kann ich jetzt gar nicht eingehen mit meinem Modus. Betty. Ich habe noch eine Frage zu der Phase, die habe ich mir auch eben schon gestellt, als du diese Übersicht gezeigt hast. Warum ist diese Phase so nah an dem, an der oberen Grenze und nicht unten an dem Bier oder Team oder wie hieß das, ne? Unten an der Grenze. Weil wenn ich dieses Sachen tun, handeln, dann mache ich das ja auch für die Gemeinschaft, für die Firma, für die Partei, für die Familie, für was weiß ich. Ja, das ist deine Perspektive, ne? Aber es gibt auch Menschen, die machen das stark, um für sich erstmal ihr eigenes Ziel in ihrem Leben umzusetzen. Und das ist hier, da sind wir hier zum Beispiel bei dieser Gruppe. Es gibt tatsächlich Menschen, die machen ihren eigenen Laden auf oder gründen eine Firma erstmal, weil das ihr ureigener Wunsch ist. Und das muss auch so sein, weil du dafür eine wahnsinnige Energie brauchst, um das erstmal auf die Straße zu bringen. Und wir gucken uns gleich ja noch die anderen Phasen an, wo dieses gesellschaftliche Element, was du gerade angesprochen hast, auch stärker wieder in den Fokus kommt. Aber wenn ich wirklich hier eine Gründerin bin zum Beispiel, dann muss ich erstmal auch ganz stark auf mich selber gucken und ich muss das ureigene Ziel haben und die Idee für diese Firma, die ich auf den Weg bringen will. Daraus schöpfe ich die Kraft und eventuell kommt dann im Nachgang auch noch, dass das auch für andere einen Wert hat oder für meine Familie oder mein Umfeld oder für wen auch immer. Aber in dieser eigenbestimmten Phase ist tatsächlich ganz stark auch dieser innere Wunsch tatsächlich so ein Antreiber, so diese intrinsische Motivation, die man hat. Im Kontext, dieser Wunsch muss aber nicht immer da sein. Nee. Genau. Und oft entwickelt sich der Wunsch, denke ich, erst im Laufe des Lebens, wenn wir eben dann auch mehr Erfahrung gemacht haben und dann wird unser Horizont breiter und auf einmal sehen wir, was es eben für Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, solche Wünsche entstehen oft auch erst durch Kontakt mit anderen oder durch Erfahrung oder durch Lernen, was überhaupt möglich sein kann. In dieser Phase E7, die dann folgt, hatte ich eben schon gesagt, das ist eine Phase, wo ich sehr in diesem Widerspruchskontext unterwegs bin, sehe, oh, das Leben ist doch nochmal viel komplexer, andere Leute verfolgen ganz andere Ziele, sind in anderen Kontexten. Das ist eine Phase, in die Menschen tatsächlich oft auch kommen durch einschneidende Erfahrungen, durch eine große Weltreise oder vielleicht gab es so erste Krankheitserfahrungen oder Todesfälle in der Familie, dass ich mich nochmal so neu einnorde und merke, oh, irgendwie ist doch alles gar nicht so einfach in meinem Leben. Es gibt aber tatsächlich im beruflichen Kontext auch Jobs, wo das total wertvoll ist, dieses, es könnte so sein, es könnte aber auch so sein. Wenn ich Organisationsentwicklerin bin oder Wissenschaftlerin, dann ist das für mich essentiell, dass ich Dinge aus unterschiedlichen Seiten betrachte und auch so ein bisschen abwäge und gucke, was sind denn die verschiedenen Sichtweisen. Und da kann das ganz, ganz wertvoll sein. Schwierig wird's, wenn ich gar nicht mehr in eine Klarheit komme, wenn ich immer in so einem, es könnte so sein, es könnte so sein, es könnte aber auch so sein. Wie ist es denn nun? Da komme ich nicht mehr so richtig voran und auch mit mir selber nicht mehr ins Reine, wenn ich alles immer relativiere. Das kann in der Phase tricky sein. Und E8, das ist dann, ich habe es so die beste Version meiner selbst genannt, da kommen schon nur 3% der erwachsenen Menschen, sagt man überhaupt hin. Da bin ich in einem Modus unterwegs, wo ich einen sehr großen Respekt habe vor dem Handeln, der Autonomie und dem Wesen anderer. Und ich habe es aber geschafft, diese Komplexität in mein eigenes Leben wieder besser einzubauen. Und Betty, dann sind wir wieder bei dir. Das sind vielleicht Menschen, die auch GründerInnen sind, die auch vielleicht eine eigene Firma haben, aber die vielleicht in dieser Phase nochmal neu nachdenken. Hat eigentlich mein Handeln auch einen Wert für andere? Tue ich damit auch etwas für die Gesellschaft? Gebe ich etwas zurück oder verfolge ich nur meine eigenen Ziele? Und die sich in dieser Phase nochmal so ein bisschen neu für sich einnorden und sich anders sortieren und vielleicht auch nochmal neue Perspektiven finden für sich. Auch solche Menschen brauchen aber irgendeine Art von Austausch. Ihr könnt euch vorstellen,
wenn ich in dieser Phase bin und es gibt nur 3%, da kann eine große Einsamkeit drin stecken. Wenn ich vielleicht niemand habe, mit dem ich wirklich in so einen ehrlichen Austausch auf meiner Ebene gehen kann, mit dem ich in so einen Ideen-Ping-Pong komme. Das kann für diese Menschen aber wertvoll sein, wenn sie eben so jemand wirklich finden für so ein echtes Sparing. Es gibt noch die beiden Extreme E3 und E9. Ich würde sie nur kurz anreißen. Also diese Menschen begegnen uns extrem selten. Das ist so ein bisschen der Modus Donald Trump versus Mahatma Gandhi. Ich weiß nicht, ob Mahatma Gandhi E9 war, aber so das Kaliber, da sind wir dann so langsam. Wenn ihr wirklich an so Donald Trumps geratet, da kann ich nur wirklich zur großen Vorsicht raten. Das ist eine Phase, in der man mit klassischem Coaching, Beratungsinterventionen oder auch mit irgendwie so typischen Projektmethoden und Hinweisen ganz schnell weiterkommt. Da hilft oft wirklich nur Abgrenzung und ganz, ganz klare Regeln und Ansagen reinbringen. Das kann man gerade in den Gerichtsverhandlungen mit Trump ganz schön beobachten. Finde ich ganz toll, wie die Richter da reagieren und einfach ganz klar immer wieder den rechtlichen Rahmen, der in den Vereinigten Staaten gilt, aufzeigen und wirklich ganz deutlich machen, hey, du bist jetzt hier das Individuum und du stehst hier vor Gericht und für dich gelten die gleichen Regeln, wie für alle anderen Angeklagten auch. Und da gilt eben am Ende das Recht und Gesetz und das ist genau der Punkt. Und ihm dann da auch keine Bühne zu bieten, sondern wirklich da eben ganz klar zu sein. Und das ist wichtig. Bei der E9-Phase, das ist auf eine ganz andere Art und Weise herausfordernd, das ist extrem selten, dass man wirklich so jemanden trifft. Das sind aber oft auch Personen, die sich von so ganz klassischen Karrierepfaden und Berufskontexten oft so ein Stück weit auch verabschiedet haben. Fraglich, ob wir so jemand tatsächlich mal im Projekt haben. Wenn das so ist, dann muss man, glaube ich, da auch ein bisschen schauen, wie geht man mit dieser Person um. So, was können wir jetzt tun? Ganz konkret als Coaches, BeraterInnen, Projektleiter, Führungskräfte, wenn wir solche Menschen in unserem Projekt haben oder im beruflichen Kontext treffen. Dann kann ich sagen, was die beste Ausgangslage ist, wo du dich als Coach, Berater und so weiter, in welcher E-Stufe du dich selber befindest, um tatsächlich Impulse oder Impulse reinzugeben. An der Frage komme ich gleich nochmal vorbei, aber ich würde eine Sache tatsächlich dazu sagen. Es ist ganz interessant. Man kann sich hier diagnostizieren, sich einordnen lassen von jemand, der dafür ausgebildet ist, wenn man das möchte. Und super spannend, die meisten Menschen sortieren sich eine Phase höher ein, als sie sind. Also das genau kann man machen. Und ich komme auf deine Frage aber gleich nochmal zu sprechen. Zunächst einmal vielleicht die konventionellen Phasen. Ich hatte eben schon gesagt, sehr, sehr viele Menschen sind hier unterwegs. Wenn wir als BeraterInnen, Coaches unterwegs sind und wir treffen auch Menschen in dieser sehr gemeinschaftsorientierten Phase, wäre wirklich eine Empfehlung, das Teambuilding in den Fokus zu stellen. Achtet hier wirklich hier auf den Mikrokosmos dieser Person. Wenn ihr die Gemeinschaft in Frage stellt, beispielsweise durch völlig neue Teamzusammensetzung oder irgendwie Transformationsprojekt, wir würfeln nochmal alle Leute irgendwie ganz neu zusammen oder irgendwie, ach, wir haben uns überlegt, unsere Softwareentwicklung müssen wir mal auf neue Füße stellen und alle kriegen nochmal eine andere Rolle. Das kann Leute in dieser E4-Phase wahnsinnig verunsichern. Was hingegen super funktioniert ist, Teambuilding betonen, Teamformate nutzen, in der Gruppe gemeinsam Aktivitäten und Interventionen planen und ganz kleine Schritte gehen. Achtung ist hier geboten bei langen Zeithorizonten. Wenn wir Projekte haben und da geht es dann um so einen 2-, 3-, 4 Jahreskontext, damit tun sich Menschen in dieser Phase oft ganz schwer und da helfen kleine Schritte, kleine Pakete in der Gruppe, damit man da gut vorankommt. Das ist da ganz wichtig. Einen ersten Punkt kann man setzen, wenn man merkt, jemand fühlt sich in dieser Phase nicht mehr wohl. Und ihr habt eine Person, die immer wieder sagt, Mensch, Johanna, ich merke irgendwie, ich bin in dieser Gruppe gar nicht so glücklich und irgendwie, ich habe das Gefühl, ich habe noch ganz andere Stärken, ich möchte mich mal wohin entwickeln. Dann kann man super mit dieser Person mal vorsichtig über ihre eigenen Bedürfnisse sprechen und darüber, wo vielleicht die Gruppe auch nicht mehr stimmig ist.
das bietet sich da an. Da kann ich in der nächsten Phase dann auch super anknüpfen und kann dort anfangen, im Projekt immer stärker mit Stärken zu arbeiten. Die E4-Gruppe, da ist es noch schwierig, wenn ich so das Individuum in den Mittelpunkt stelle und auf so Themen wie eigene Stärken und Kompetenzen komme. In der Phase hier in der E5, da kann ich das aber super machen. Und da kann ich meine Moving Motivators auspacken und kann mal so ein Stärkenradar machen, kann gucken, Mensch, was hast du denn eigentlich für Kompetenzen? Was bringst du denn mit? Und was hast du vielleicht auch schon gelernt jetzt in deinem Leben? Und was sind deine eigenen Motive, deine eigenen Erwartungen, deine Wünsche, die du umsetzen möchtest? Habe. Sind in der E4-Phase auch Vorbilder eine wichtige Sache? Also kann man so wie jemanden mit einem Vorbild sozusagen kommen und sagen, hier, schau mal, der gehört zu deiner Gruppe, der macht das und das alles richtig? Ja, kann man. Da wird es aber wahrscheinlich so sein, dass sich die Gruppe dann sehr, sehr stark an diesem Vorbild ausrichtet, wenn das in dieser Gruppe tatsächlich selber verankert ist, das Vorbild. Oft wird dieses Vorbildthema aber noch mal stärker in dieser Phase danach, weil Menschen sich eben in diesem richtig-falsch-Modus sehr, sehr stark an so ExpertInnen orientieren und da so eine Tendenz haben, da ist eine Person, die weiß, wie man es richtig macht. Und das muss man sich gerade, wenn man noch jung ist, vor Augen führen. Wenn man, also gerade als ich noch junge Beraterin war, da ist es eh schon schwer. Ne? Man kommt so als junges Mädel in so eine Firma und dann soll man da so ein Start-up beraten und alle sagen erstmal so, okay, boah, die ist ja noch jung und dann muss man erstmal so beweisen, dass man was kann. Und das ist leichter, wenn man was vorweisen kann, wenn man seinen Expertenstatus zeigen kann. Und das wird dann von Menschen in dieser Phase schneller anerkannt. Und das merke ich ganz oft auch in unserem Kontext, wenn ein Stefan Barth zum Beispiel, der eben Blogbeiträge schreibt und ganz viel auf Konferenzen spricht, irgendwo reinkommt, dann kommt so eine Reaktion von, boah, das ist aber ein Experte und dann ist der auch noch Geschäftsführer und der weiß aber, wie das geht. Der sagt uns jetzt, wie wir das machen sollen. Und Stefan sagt ganz oft, ja, weiß ich auch nicht, was jetzt wichtig ist, lass uns doch mal zusammen gucken. Aber darauf schauen viele und das muss man sich einfach dann bewusst machen. Was ganz schwierig ist in der Phase, sowas wie Ambiguität, so dieses sich in andere vollständig hineinversetzen, das klappt in dieser Phase noch nicht so gut. Also Vorsicht mit Interventionen in diese Richtung. Was klappt in der Phase 6 und 7 gut? Das ist tatsächlich die Phase, da kommen wir wieder zu dir, wo vielleicht klassischere Coaching-Interventionen und Beratung am besten greifen, wo Menschen die Hinweise dort und die Impulse in ihr eigenes Handeln gut übersetzen können und auch die entsprechende Reife mitbringen, das zu tun. Das heißt, hier kann ich, und das ist jetzt für euch super, auch ein bisschen den agilen Methodenkoffer mal richtig auspacken und sagen, so, was können wir denn jetzt hier wirklich gemeinsam tun, sowohl individuell als auch auf Team- und Organisationsebene? Wie kann ich da bei den einzelnen Leuten die Selbstorganisation stärken und da wirklich auch nochmal schauen, was gibt es für Konflikte, wie können wir Glaubenssätze gemeinsam auflösen, die hinderlich sind, wie kannst du ins Tun kommen, deine Ziele umsetzen, was ist da wichtig für dich? Muss aber natürlich drauf schauen, was lässt die Unternehmenskultur zu? Bei uns, bei Quest Digital, lässt die viel zu, in anderen Kontexten ist das nicht immer so. Da muss ich natürlich ehrlich damit umgehen. In der Phase 7, hatte ich schon gesagt, da ist es häufig so, dass Menschen in diesem, es könnte so sein, es könnte so sein, es könnte aber auch so sein, gefangen sind und in so eine Schleife geraten. Wenn das so ist, kann ich als Coachin oder Beraterin darauf zu sprechen kommen, wie kannst du wieder ins Handeln kommen? Was sind denn deine Werte? Woran möchtest du selbst dich orientieren? Also bei aller Rückbesinnung auf andere, auch nochmal wieder drauf gucken, was wolltest du denn eigentlich mal selbst? Und was ist dein innerer Kompass? Und den kann man auch in einem Coaching sehr, sehr gut erarbeiten. Das ist aber auch eine Phase, wo Menschen vielleicht nochmal für sich nach einer neuen Rolle oder Aufgabe suchen. Vielleicht Führungskraft werden oder sich als Führungskraft nochmal neu ausrichten, in so eine Rolle als Coach vielleicht selber kommen
und zum ersten Mal auch nochmal stärker sich wieder auf andere besinnen und schauen, wie kann ich eigentlich andere unterstützen? Was kann ich da für andere Menschen in meiner Umgebung tun? Und das kann oft eine Phase sein, wo ich selber, Johanna, entscheide, möchte ich vielleicht da andere stärker unterstützen und weg von meinem Ich-Fokus hin zu, was mache ich für andere? Und das ist jetzt häufig eine Phase, in der Menschen sich dafür entscheiden. Ich kann aber durchaus auch Coach sein in einer anderen Phase. Dann sollte ich nur schauen, das ist jetzt die Überleitung zu meiner nächsten Folie, dass ich Menschen begleite in meiner eigenen Phase oder darunter. Wenn ich selber in Phase E5 bin, möchte jemanden beraten oder coachen, der in Phase E8 ist, könnt ihr euch vorstellen, dass das schwierig wird. Die E8-Person wird da rausgehen und denken, ich habe irgendwie konnte gar nicht richtig in einen Sparring kommen. Wir sind irgendwie gar nicht wirklich auf einem Level. Und dann kann diese Person vielleicht einfach nicht so viel für sich mitnehmen. Also schaut ihr wirklich genau drauf. Gerade wenn ihr noch sehr jung seid und vielleicht am Anfang eurer Karriere. Und dann kommt jemand in euer Team und diese Person hat einfach extrem viel Erfahrung und ist vielleicht auch älter als ihr. Dann würde ich immer empfehlen, sich am Anfang einmal einzunorden und so einen Erwartungsabgleich zu machen. Was braucht diese Person eigentlich, die da jetzt ins Team kommt? Was wünscht die sich? Die Phasen 8 und 9 kommen, wie gesagt, extrem selten vor. Schaut da wirklich auch für euch selber, könnt ihr das überhaupt begleiten? Fühlt ihr euch da in der Lage, wirklich diese Sparing-Partner zu sein und da auch einen Coaching-Auftrag anzunehmen? Oder gebt ihr das vielleicht lieber an jemand anderes ab, der einfach da auch mehr Erfahrung mitbringt? So würde ich persönlich das machen. Das ist häufig eine Phase, wo ich im Coaching ansetzen kann bei so Fragen wie, was möchtest du eigentlich mit deiner Lebenserfahrung, die du bisher gesammelt hast, tun? Wie möchtest du die an andere weitergeben? Möchtest du da nochmal irgendwie für dich andere Ziele setzen in deiner verbleibenden Lebenszeit? Und was kann da für dich das Richtige oder das nächste Vorhaben sein? Achtung hier beim agilen Methodenkoffer und bei Frameworks und bei so unsere Formate und Sprints und so weiter. Das empfinden Menschen in dieser Phase oft als etwas starr und einengend. Ich glaube, wir würden alle sagen, Mensch, das ist doch total flexibel und reagieren auf Veränderungen und das ist doch super. Aber Sprints folgen eben auch einem ganz klaren Rhythmus, bringen Regeln mit und auch so eine Regelmäßigkeit. Und damit können sich Menschen in dieser Phase schwer tun. Ich hätte mal eine Frage. Ja. Und zwar, was ist, wenn man ein Team coacht und da sind ganz viele verschiedene Strukturen? Ja, dann würde ich erstmal empfehlen, dem ein bisschen auf den Grund zu gehen und mit jeder und jedem Einzelnen erstmal zu schauen, wo sind die denn so? Und dann kann ich mit jeder dieser einzelnen Personen nochmal gucken, was kann ich denn im Positiven für diese Person tun, damit sie im Team gut ankommen kann. Bei den E4ern ist es vielleicht erstmal so, dass man schaut, fühlst du dich im Teamgefüge wohl? Oder gehst du da unter mit deinem Klebstoff für die anderen sein? Was sind denn da deine Bedürfnisse? Mit dieser Person drauf schauen, ja, hast du eigene Wünsche und wo tut es dir vielleicht auch nicht gut, dich immer nur an der Gruppe auszurichten? Und bei der Richtig-Falsch-Phase, da kann man dann anfangen, eben mit Stärken zu arbeiten, zu gucken, was kannst du in die Gruppe einbringen? Und Phasen 7 und 8 werden vielleicht eher so, dass die ohnehin schon auch auf die anderen sehr stark schauen und dann vielleicht auch die E4er und E5er mal ansprechen. Hey, ich sehe das so, aber wie siehst denn du das? Und dann sagt E4, was, ich soll jetzt eine Meinung sagen? Oh Gott, jetzt fragt er mich was, oh nein. Und, aber das ist gut, ne? So Verschiedenheit im Team. Ich möchte zum Schluss noch eine Sache mitgeben, die mich in letzter Zeit wahnsinnig beschäftigt. Und zwar die Prime Directive. Ihr kennt sie wahrscheinlich alle. Regardless of what we discover, we understand and truly believe that everyone did the best job they could, given what they knew at the time, their skills and abilities, the resources available and the situation at hand. Eine Sache, die wir gerne vor Retrospektiven immer mitgeben oder auch zum Start von Transformationen. Und ich finde, das Wichtigste im Satz von Norman Kurth ist dieser Punkt, given what they knew at the time, their skills and abilities. Was
können denn die Menschen tatsächlich in ihrer Phase? Was haben sie schon gelernt? Was haben sie alles schon gesehen? Wo stehen sie eigentlich gerade in ihrem Leben? Und wir setzen oft voraus, oder mir geht das zumindest so, ich nehme die Prime Directive dann mit und kippe die so ein bisschen ein und sage so, das ist jetzt die Haltung, die wir alle einnehmen. Aber das ist eine Haltung, die können gar nicht alle direkt einnehmen. Ich hoffe, das ist klar geworden in meinem Vortrag. Und ich versuche jetzt im Moment immer ganz viel Kontext nochmal da mitzugeben, wo die Prime Directive eigentlich herkommt. Aber diese Haltung, jede und jeder hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, das ist eine Haltung, die kommt nicht automatisch. Und dafür muss ich tatsächlich auf einer bestimmten Stufe sein, damit ich die vollständig leben kann. Und wenn ich die wirklich umfänglich vertreten will, dann bin ich wahrscheinlich eher so auf einer Stufe 6 oder drüber. So, Einordnung zum Schluss von mir. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, am Ende sind wir nur UnterstützerInnen, die am Spielfeld dran stehen. Menschen gestalten ihr eigenes Leben selbst und wir können Impulse setzen, wir können helfen, wir können unterstützen, wir können Leute auf etwas aufmerksam machen, aber wir können nicht herbeiführen, dass jemand von einer Phase in die nächste wechselt. Und mir ist nochmal ganz wichtig zu betonen, alle dieser Phasen sind Teil des menschlichen Lebens und ganz normal. Und es ist nicht so, dass die eine mehr wert ist als die andere. Es ist vielleicht so, dass unsere Gesellschaft aktuell bestimmte Phasen favorisiert. Aber all diese Phasen sind wichtig und auch essentiell für eine Gemeinschaft. Deshalb war mir das auch so wichtig, bei der E4-Phase zu betonen, dass eben Gemeinschaft und Gruppen auch nicht funktionieren ohne diese E4-Leute. Und nochmal, Menschen können situativ zurückspringen. Betty, das war deine Frage vorhin. Also wenn ich in einer Ausnahmesituation bin oder in einer Krise oder was auch immer, dann kann es sein, dass ich zurückwechsle in eine frühere Phase. Achtung bei Selbsteinschätzung. Wenn ihr da wissen wollt, auf welcher Stufe ihr seid, das kann man machen. Dann sprecht vielleicht jemand an, der dafür auch ausgebildet ist und das mit euch machen kann. Ansonsten, wenn ihr da tiefer einsteigen möchtet, kann ich das Buch von Thomas Binder empfehlen, Ich Entwicklung für effektives Beraten. Das ist nochmal ganz interessant und da wird es sehr ausführlich auch nochmal erklärt. Oder das Buch von Svenja Hofert, ganz unten, Hört auf zu coachen. Das ist auch, hat einen reißerischen Titel, ist aber wirklich auch ein sehr lesenswertes Buch dazu. Genau. Und dann bedanke ich mich sehr bei euch.